Einen wunderschönen guten Tag, mein lieben Klabusterbärchen. Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem Kracher und zwar einem SLK 55 AMG. Abgasanlage ab Cut mit Zulassung. Das Ding macht richtig Krach. Aber bevor wir erstmal zur Abgasanlage gehen, gibt es einen Carporn. Mercedes SLK 55 AMG, Baujahr 2012, 5,5 Liter Hubraum, sprich 5461 Kubik, 310 kW, 421 PS, von 0 auf 100 in 5 Sekunden, Vmax 280 km/h. Baby, ich liebe dich. Nein, das darf ich nicht singen, das ist zu laut. Das ist ein Lied so aus 2005. Was ist das für ein Lied? Nicht jugendfrei. Und es gucken auch viele Kinder hierzu, deswegen will ich das nicht singen. Ey, wussten die Leute eigentlich, also die Leute kennen mich ja nicht, die hören jetzt meine Stimme relativ neu, ne? Ja. Wir kennen uns ja, ich kenne dich ja, oder du kennst mich seit meiner Geburt. Mit 6 frage ich ihn so, ey, wie ist dein Name? Tupac, mein Name ist Tupac. Ja, das stimmt. Da haben sie schon ins Hingeschissen mit 6. Aber die Leute wissen gar nicht, dass du singen kannst, ne? Ja, ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Beim nächsten Mal singe ich dir was vor. Wann hast du Geburtstag? Ja, wahrscheinlich wie jeder Südeuropäer. Ja, Darf man euch Südeuropäer überhaupt nennen? Du kannst mich gerne Europäer nennen, doch. Ein kleines Teil gehört noch zum Europäischen Land. Oder nee, bei dir ist ja in dem Fall Heiligabend, ne? Heiligabend, ja. Na gut, haben sie noch gedribbelt bei dir. Das ist ein sehr cooler Kunde. Der kam zu uns, weil der, das Auto war einfach zu laut. Ja? Der hatte eine Sportabgasanlage schon drunter, man darf nicht vergessen, wir haben hier 5,5 Liter Hubraum und die alte Sportabgasanlage, die war zu sehr am Brummen im Fahrchassis. Im Fahrchassis, was ist in Deutsch? Im Fahrchassis. So. Obwohl er schon Klappe hatte. Und wir mussten es hinkriegen, dass geschlossen sehr angenehm sein muss und offen sehr, sehr, sehr böse. Und das ist es auch gelungen. Das ist uns auch gelungen. Wir machen das Auto. Was ist mit mir los? Ist auch früh, warte mal, ne? Warte mal, ganz kurz. Es ist echt noch zu früh, Alter. Ja. Wir fahren das Auto erstmal warm und dann gibt es erstmal Auf- und Zuszenen, GoPro-Aufnahmen und ein Fazit. Boom! Warum bockst du immer in die Kamera, Alter? Ich habe dir nichts getan, Digga. Weil ich gefährlich bin. Was an dir kann gefährlich sein? Nichts. Mein Schnurrbart im November. Böse, böse, böse. Ich würde mir so sehr wünschen, dass ihr gerade hier leicht dabei wärt und dieses Klangbild einfach live wird. Denn auf dem Video ist es niemals so wie in Natura. Steig ein. Auf- und Zuszenen haben wir jetzt soweit. Jetzt standesgemäß natürlich die GoPro-Aufnahme von 0 bis 100. Am besten setzt euch Kopfhörer auf oder lasst es am besten über eine Anlage laufen. Viel Spaß beim Klang. Thank you.
Jetzt zeigen wir euch mal die alte Erpressanlage, wie sie aussah. Und nun unsere neue, let's go! Fazit, was kann ich großartig sagen? Es ist ein Mercedes, da brauche ich nichts allzu gut oder allzu schlecht reden. Wir wissen alle, das Auto ist einfach nur geil. Der Motor ist geil, das Auto ist geil. Ich muss sagen, ich hatte anfangs erstmal so ein bisschen die Befürchtnis, dass er zu klein für mich ist. Aber ich sitze sehr komfortabel und sehr cool in dem Auto. Hat einen leichten Touch von einem SL und 500 Liter, 420 PS. Was willst du mehr? Der Klang hört sich wirklich böse an. Aber ich wollte euch mal was zeigen, komm mal mit. Ich bin da was am Plan dran, komm mal ran. Dich hin. Und zwar, guckt einmal bitte genau in den Auspuff rein und was sieht man da? Passend zum Grillen. Guckt mal genau rein, was siehst du da, Junge? Ach krass, Digga, das sehe ich auch zum ersten Mal. Krass, ne? Siehst du das, Junge? Siehst du das? Das Auto ist am Grillen, der Auspuff ist am Grillen und das Logo ist am Grillen, Junge. Das ist ein Röller-Ding, ne? Geil, oder? Ja, das ist, also so kann man jetzt sehen, dass das Original ist, oder? Yes, dass es von uns ist. Wir wurden schon das ein oder andere Mal nachgeahmt. Ist auch cool. Ist so ein bisschen so für uns ein kleiner Ritterschlag, dass die Leute scheinbar was von uns halten. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr sowas auch haben wollt, dann meldet euch bitte nicht bei uns. Kommt nicht vorbei. Nein, Spaß. Kommt vorbei. Meldet euch bei uns über Facebook, Instagram, über alle sozialen Netzwerke. Ruft an, kommt vorbei. Ich bin samstags immer von 10 bis 14 Uhr hier. Und dann können wir gerne dein Projekt besprechen. In diesem Sinne, Dankeschön. Hab ich lieb, euer Radek. Peace.